Hallöchen, meine Abenteurer. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satinavs Ketten. Letzte Folge haben wir hier mit der Burgwache geredet, haben versucht, hier irgendwie reinzukommen. Und das hat ja nicht ganz so geklappt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir sonst noch machen könnten. Wir haben ja auch noch... können wir es irgendwie auffritzen oder so? Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Okay, aber eine Waschschüssel. Was ist das? Diese Wurzel hat überlebt. Dann nehmen wir sie mal mit. Waren wir sicher noch? Ansonsten? Hilda wird schon auf sich aufpassen. Ja, hoffe ich auch. Tote Lerchen. Warum hängen da hinten zwei tote Lerchen? Können wir die nicht mitnehmen? Nee. Können wir so machen? Genau. Wir wollen jetzt... Schauen wir mal, ob der was hat. Der Arabe wird für jeden Toten bezahlen. Das ist Olgierts Freund Ulfried. Ja, aber der hat ja nicht irgendwie was dabei. Können wir nicht untersuchen oder so. Ja. Keine Zeit für... Aber eigentlich irgendwo einen Schneehaufen, wo wir die Heugabel waschen können? Lauf mal. Heugabel? Oder im Brunnen? Im Brunnen kommen wir auch nicht rein. Hier in die Fässer kommen wir auch nicht. Gehen wir nochmal in unser Haus. Genau. Haben wir hier hinten irgendwas? Nein. Das bringt uns auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Was war das gerade? Nur seine Eltern. Gehen wir nochmal nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Hier. Geht ja immer noch nicht auf. Können wir raus? Okay, aber das bringt uns eigentlich nichts. Nö. Da sehen wir die Stadt nur aus einem anderen Winkel. Die wollte er nicht mitnehmen. Und die Dings bekommen wir auch nicht auf. Können wir die Wurzel mit unserem Buch bestimmen? Mal sehen. Pfahlgelbe Wurzel, sellerieartige Blätter. Eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Okay. Ja, aber das bringt uns jetzt momentan noch nichts. Vielleicht ist was im Tonkrug drin. Um der alten Zeiten willen. Aber, nee, scheint nicht zu sein. Machen wir mal wieder zusammen. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Das finde ich Mit diesem Krug hat einmal alles angefangen. Scheint Jahre her zu sein. Ja, irgendwie schon. Dann gehen wir wieder runter. Raus. Und aus der Stadt raus. Irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, die Heugabel zu waschen. Ne, das geht nur zurück in die Stadt, okay. Ah, wir können noch hintere zum, können wir es in der Feen? Oh, eine Flechte. Fest verwachsen. Ja, was haben wir, ein Messer? Aber wo sind wir jetzt? Ah, da ist die Höhle. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir nochmal in die... können wir da das Blut waschen? Aber das wäre ja voll... können wir da mit dem Ton gut...
dem Feentor Wasser schöpfen? Nein, was soll das auch bringen? Okay, aber unsere Dings können wir auch nicht waschen, denke ich mal. So nicht. Nein, was... Können wir vielleicht da unsere Alraunix... Windling würde sich die Haare raufen. Okay, ich wollte die doch nur zum Leben erwecken. Ich auch nicht. Ein Eiszapfen. Können wir den vielleicht schmelzen? Ja, vorhin war, in der Feenwelt war die Ich weiß nicht. Wozu? Können wir... Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwindlings Gegenmittel ist. Wie komme ich darauf? Ja, ich will es sauber machen. Jetzt ist er geschmolzen und das Wasser verronnen. Ja, deswegen solltest du es in einen Krug auffangen, du Schlaumeier. Verrottet und erfroren, die kann man nicht... Tja, warte mal, vielleicht wenn wir hier rausgehen und dann wieder hinein, dann können wir... Yes, ja, nehmen wir mal mit. Ich bin trotzdem gerne... Das lasse ich lieber. ...in den Tonkrug rein. Flechte. Okay. Gwindlings kleine Pflanzenkunde. Okay, das ist nur sein Buch. Ja, dann gehen wir mal wieder. Hier war ja auch nichts mehr. Dann gehen wir weiter zurück. Zornbold wollen sie auch keinen Hinweis mehr geben. Reden wir nochmal mit Olgierd. Ich muss nachdenken, Vogelfänger. Okay, dann denk mal weiter. Während wir nach dahinter nochmal gehen. Schneiden wir nochmal auf. Vielleicht können wir da noch mehr aufschneiden. Jetzt habe ich die ich nicht brauche. Hier, schneid mal weiter auf. Das kann ich nicht. Dann mach das halt wieder zu. Hilda wird schon auf sich aufpassen. Hilda wird schon... Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier deinen Zauber. Okay. Das bringt uns auch nichts. Können wir hier vielleicht das irgendwie zuschneiden? Ah. Ein grüner Eichenzweig. Wow. In seinem Innern, er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Ach so. Ein grüner Eich... Der, Dings. Krone und Eichenzweig, das Wappen der Stadt. Fehlt noch der weiße Hintergrund. Okay, haben wir halt irgendwie... So wird das nicht. Ein weißes Leintuch? Können wir da vielleicht was abschneiden bei dem? Der braucht es eh nicht mehr. Das führt zu nichts. Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche. Ah, dann können wir hier... Jetzt fehlt dem Banner nur noch eine rote Krone. Dann können wir die Krone aufsetzen. So. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Ja, das kriegen wir hin. Einen Moment. Nadel und Faden mitnehmen. Dann ans Werk. Erst die Krone. Ein Wappen. Dann der Eichenzweig. Und fertig ist das Banner. So, dann gehen wir mal nochmal wieder zu unserer Bannerstange. Und machen die mal fest. Schneller!
falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Aber was ist meine Falle? Okay, wir brauchen noch eine Falle. Suchen wir doch mal Quinlings Aufzeichnungen. Also zu seinem, ach, das ist sicher in dem Schrank drin ist. Hundertprozentig. Aber da steht ja nichts dabei. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist... Doch, näher hin. Okay, aber den reparieren wollte er ja nicht. Da bringt der Zauber nichts. Okay. Okay, die Schublade bringt schon mal nichts, so wie es aussieht. Sie ist völlig verkeilt. Da fehlt nichts. Du sollst es doch nur reparieren, dass es funktioniert. Vielleicht mal geschnappt. Warum sollte ich? Damit es aufgeht. Was haben wir denn noch? Vielleicht, wenn wir den Krug zerdeppern. Um der alten Zeit. Dann wäre nicht das erste Mal, dass... Tonscherbe? Ich behalte sie. Wir können immer nur in eine Richtung eine aufschieben. Okay, was können wir denn noch? Das passt ja nicht. Die Rillen sind zu eng, um die Schublade mit der Forke aufzubrechen. Die Rillen sind... Ja, okay. Dann zerbrechen lassen. So leicht zerbricht das. Mir fast gedacht. Und sonst haben wir ja nichts, womit wir es aufbrechen können, oder? Mit dem Messer noch? Hoffnungslos. Mit dem Feuer einfach anziehen. Feuer sollte man mit Bedacht. Ja, ich weiß, dass du nicht gern Feuer ansetzt. Sonst haben wir halt nichts zum Aufbrechen. Okay, dann gehen wir nochmal nach unten. Hier war ja nichts mehr drin. Nee. Können wir wieder zumachen. Wenn ihr wüsstet, was... Okay, das bringt uns aber auch nicht. Wir können mal nochmal mit dem... nochmal beim Magier schauen. Im hinteren Teil. Einfach, ob wir was übersehen haben oder so. Genau. Hier ist ja nichts. Hier ist nur der... Wächter. Okay. Gut. Da wir momentan feststecken, würde ich sagen, wir schauen einmal in der nächsten Folge weiter, ob wir irgendwie die Schranktüre aufkriegen. Und bis dahin sage ich Tschüss.